Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. So, wie ihr seht, habe ich es heute mal vorbereitet, diese ganzen Zeichnungen, damit wir hier schneller durchlaufen und ich euch nicht langweilen muss. Genau, ihr müsst mir diesmal nicht beim Tippen zugucken, allerdings solltet ihr die Begriffe aus dem letzten Video da haben. Also zum Beispiel brauchen wir ganz dringend, dass unser M wieder die Länge D mal N hat und dass wir es aufteilen in D-Teilstücke mit jeweils Länge N. Genauso brauchen wir, unser Chiffrat ist zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen und Initialisierungsvektor und das ganze Zeug über pseudo-zufällige Funktionen solltet ihr auch parat haben. Aber fangen wir einfach mal an mit dem Output-Feedback-Mode. Das ist das erste, was wir machen wollen, nämlich den zweiten Block-Cipher, den zweiten CPA-sicheren Block-Cipher. Und ja, was man als erstes macht, man zieht sich einen komplett zufälligen Initialisierungsvektor, IV wie immer. Und diesen Initialisierungsvektor, den stopfen wir in eine pseudo-zufällige Funktion rein, zusammen mit unserem Schlüssel K. So, die beiden zusammen innerhalb dieser pseudo-zufälligen Funktion, die liefern uns dann einen pseudo-zufälligen, beziehungsweise es sieht so aus, als wäre es echter Zufall. Und das, was da rauskommt, das XORen wir einfach mal auf die Nachricht M1 drauf. So. Wie wir wissen, wenn was Zufälliges oder Pseudo-Zufälliges auf etwas Nicht-Zufälliges draufkommt, dann sieht es danach immer noch komplett Pseudo- bzw. komplett zufällig aus. Das heißt, das hier, das Chiffrat 1, ist nicht unterscheidbar von irgendwas komplett Zufälligem. Okay, so, und was wir jetzt hier machen, wir nehmen nicht irgendwie wieder das Chiffrat und stecken das hier rein in die Pseudo-Zufällige Funktion. Nein, wir nehmen einfach die Ausgabe hier, denn die Ausgabe ist ja auch Pseudo-Zufällig. Und die wird jetzt hier einfach reingequetscht in unsere pseudo-zufällige Funktion f. Wenn sie zu lang ist, wird es einfach abgeschnitten. So kann man das zumindest annehmen. Und ja, wir nehmen einfach dann wieder genau dasselbe. Hier kommt wieder was raus, was wie Zufall aussieht. Und das XORen wir auf die Nachricht, den zweiten Teil drauf und so weiter und so fort. Da kriegen wir dann das Chiffrat 2 raus. Dann nehmen wir die Ausgabe von unserem fk und dem, was davor war. Nehmen wir wieder und so weiter und so fort, bis wir hier eben dieses CD rauskriegen. So, im Prinzip steht hier dann F von K, F von K, und dem Initialisierungsvektor. Und hier steht, also wenn man es jetzt mal komplett darstellen möchte, und hier steht F von K und dem Initialisierungsvektor. Aber ich dachte mir, grafisch ist es vielleicht eindeutiger und schöner und besser und geiler und überhaupt. Deswegen, mal diese Grafik hier. Okay, als Chiffrat selbst wählen wir dann den Initialisierungsvektor, denn ohne den kann man ja gar nichts machen. Und wir sagen C1 bis CD einfach alle hintereinander gehängt. Dann kann unser Empfänger, beziehungsweise wir selber zu einem späteren Zeitpunkt, kann dann hier wieder entschlüsseln, indem er einfach wieder FK berechnet. Also hier erstmal wieder den Initialisierungsvektor reinstecken, denn den haben wir ja gekriegt in unserem Chiffrat drin. Und dann eben FK von dem Initialisierungsvektor berechnen. Und dann haben wir hier unten das Chiffrat, den ersten Teil des Chiffrats. Und wir haben das hier oben, also den zweiten Teil von unserem XOR. Wenn wir die beiden wieder zusammen XORen, ihr wisst, dass es umkehrbar ist, dann kriegen wir die Nachricht, beziehungsweise den ersten Teil der Nachricht wieder raus. So, und das heißt, der Entschlüsseler, der berechnet, hier unten steht es übrigens auch nochmal, der berechnet einfach genau dasselbe wieder, allerdings XORt er halt das Chiffrat drauf und nicht die Nachricht selbst. Und bekommt dabei immer dann wieder die Nachricht zurück. So funktioniert das. Das Einzige, was wir dazu brauchen, geheim, ist K. Und ja, K ist ja sowieso als Key angegeben, den müssen wir sowieso geheim halten. Die Funktion selbst darf sogar öffentlich sein, das ist auch egal. Und genau, das kann man jetzt beweisen, dass es CPA, also Cipher, Chosen Plain Text Attacks sicher ist. Doofes Wort. Genau, dass es CPA sicher ist. Und das kann man machen, indem man wieder diese pseudo-zufällige Funktion durch eine echt zufällige Funktion in so einem Reduktionsbeweis macht. Aber ich dachte mir, das erspare ich euch mal. Die Beweise sind generell nicht so jetzt von Interesse. Okay, könnt ihr auch gerne mal als Übung machen. Wäre eine super Übung. Okay, das zweite, was ich euch heute vorstellen möchte, ist der Counter-Mode, CTR. So,
Den habe ich hier schon mal hingestellt. Der ist sogar eigentlich noch leichter. Ach so, zu dem hier oben noch. Das Tolle ist natürlich, wir brauchen jetzt die Umkehrfunktion f hoch minus 1 brauchen wir nicht mehr. Das ist das Geile dran. Die brauchten wir bei dem Cypher-Block-Chaining, brauchten wir hier, dass wir f hoch minus 1 von kc berechnen müssen. Und das ist erstens mal gar nicht so leicht möglich, so eine Funktion rauszufinden. Und zweitens ist es immer so eine Sache der Sicherheit dann, wenn man es natürlich umkehren kann. Bla bla bla. Okay, der Counter-Mode ist relativ ähnlich. Ihr könnt euch hier auch statt diesem CTR einen Initialisierungsvektor vorstellen. Der wird komplett zufällig wieder gezogen. Also CTR komplett random. Und dann machen wir einfach folgendes. Wir addieren 1 drauf und stecken das in unsere pseudo-zufällige Funktion f mit dem Schlüssel k und xorn das Ergebnis davon in unserem auf unsere Nachricht bzw. auf den ersten Teil der Nachricht drauf. Dann bekommen wir das Chiffrat an der ersten Stelle und dann addieren wir halt eben 2 drauf, stecken das hier wieder rein, xorn das auf den zweiten Teil der Nachricht und bekommen den zweiten Teil des Chiffrats drauf und so weiter und so fort, bis wir dann eben alle d haben. Und machen im Prinzip dann genau dasselbe. Wir sagen, c ist der Initialisierungsvektor, beziehungsweise der Counter statt dem Initialisierungsvektor und alles danach wieder. So, und dechiffrieren kann man dann natürlich auch nur, wenn man den Schlüssel k hat, denn ansonsten kann man das nicht schaffen. Genau. Und ja, der Empfänger berechnet dann einfach genau alles nochmal, wie eben auch, und xort dann das Ergebnis von fk und Counter plus 1 und ja, das XOR der auf das Chiffrat drauf und bekommt dann wie eben auch die Nachricht den ersten Teil davon. Und das Tolle hierbei ist natürlich, dass ich das komplett parallel laufen lassen kann, weil ich hier einfach CTR brauche ich und alles andere kann ich mir parallel berechnen. Das heißt, wir sind hier extrem schnell, es ist Multicore-fähig und alles und so weiter und so fort. Hier oben ist es so halb Multicore-fähig, die Berechnung von FK ist nicht Multicore-fähig, aber alles was danach kommt, also das hier lässt sich in einen anderen Kern rechnen, wie das da alles. Und so weiter und so fort. Also da lässt sich dann natürlich auch immer wieder was aufteilen in mehrere Rechner hier, in mehrere Kerne. Hier kann ich das direkt am Anfang sagen, ich hätte gerne mehrere Kerne. Auch das ist CPA-sicher. Achtung, hier ist noch wichtig zu sagen, diese Addition, die ist auch modulo 2 hoch n. Das heißt, ich habe es schon mal erklärt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal zur Sicherheit, dass auch alle das erkannt haben. Wenn ich einen Counter von 3 Bit habe, dann kann ich Counter von 000, 001, 010 und so weiter, Punkt, 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 bis hin zu 111 haben. So, aber wenn ich jetzt hier immer mal wieder was drauf addiere, hier kommt ja Counter plus 2, Counter plus 3 und so weiter. Und wenn ich dann hoch genug einen Counter plus irgendwas habe, dann würde ich hier theoretisch, wenn ich binär weiterrechne, auf 1000 kommen. Das Problem ist, dass das mit den paar Bits nicht mehr darstellbar ist und deswegen fängt man wieder von vorne an. Das nennt sich Modulo-Addition. Also nach 111 kommt wieder 000. Okay, super, das war's auch schon. Aber glaubt bloß nicht, dass wir hier jetzt fertig sind. Selbst mit der symmetrischen Verschlüsselung sind wir noch nicht fertig, denn es gibt einen Haufen Angriffe, die man darauf noch machen kann. Und die werde ich euch nächstes Mal vorstellen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.